und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und ja, heute gehen wir in die Leichengrube, denn das andere ging ja nicht. Und ja, müssen wir das ja, ich sag mal, müssen wir wieder nehmen. Was haben diese zwielichtigen Gestalten? Die haben nichts dabei, das stimmt. Okay, in die Leichengrube. Mensch, Mensch. Ich dachte halt, es wäre kein Gegner. Okay, aber die Ratte ist anscheinend nicht so groß, aber die macht einen scheißen Schaden. Was ist das denn? Mensch. Holla, die Waldfee. Nicht genügend Handwerkspunkte. Ach so. Käse. Hä? Nee, dann esse ich lieber. Ich habe beides nur sowas. Also. Okay. Ich muss mir mal wieder mehr Essen klauen. Ich habe bald keins mehr. Was ist da hinten los? Sieht aus wie die Diebesgilde aus Skyrim. Einfach nicht so viel. Was soll ich denn noch groß tun? Bitte, Madame. Ihr müsst das verstehen. Und ihr müsst verstehen, dass wir auch nur Botschafter sind. Eine Rate, die ihr nicht bezahlt, ist eine Rate, die wir dem Vater nicht überbringen können. Und das Letzte, was wir wollen, ist, den Vater zu enttäuschen. Oder, Ruban? Nein, das wollen wir nicht. 500 Groschen bis Anfang nächster Woche. Dann werden wir dafür sorgen, dass dieser Ort hier seinen Namen auch verdient. Ja, Madame. Natürlich. Na dann, ihr hört von uns. Oh. Was ist das andere? Mit Kaber sprechen oder Kabers Treffen beiwohnen. Ja, Huch! Er ist ja verschwunden, der Typ. Was zum... Ihr? Wer waren die beiden? Ich... Hört her. Zu eurem eigenen Wohl rate ich euch umzudrehen. Das ist nichts, in das ihr verwickelt werden wollt. Wirklich nicht. Ihr werdet erpresst, richtig? Von der Ralata. Nein, ich war nur leichtsinnig und jetzt muss ich mit den Folgen leben. Vor ungefähr 2 Jahren ist mein Sohn gestorben. Ertrunken in den Kanälen. Ich konnte nicht damit umgehen und dementsprechend ging das Geschäft den Bach runter und, naja, ich habe mich nach Hilfe umgesehen. Ihr habt euch Geld geliehen. Ja, den Rest könnt ihr euch vermutlich denken. Ja, ihr konntet die Raten nicht mehr zurückzahlen. Ist das der Grund, dass ihr den Wynwood so teuer verkauft? Was bleibt mir denn anderes übrig? So traurig es ist, das Geschäft mit dem Tod und damit den Apothekarii ist die einzige wirklich verlässliche Einnahmequelle, die ich habe. Könnt ihr der Ralata denn nicht die Lage erklären? Wenn ihr das fragt, kennt ihr die Ralata nicht. Könnt ihr nicht die Garde um Hilfe bitten? Ich hoffe, ihr meint das nicht ernst. Als würden die sich ihre Rüstungen hier unten schmutzig machen. Aber für den Preis nimmt euch den Wurz auch niemand ab. Das hilft euch doch am Ende auch nicht weiter. Ja, ich weiß. Aber auch nur 10 Groschen weniger und ich kann die nächste Rate nicht mehr decken. Es ist egal, was ich mache. Es ist das Falsche. Und nun? Gute Frage. Was nun?
Hier, damit könnt ihr die Wurst wenigstens günstiger verkaufen. 300 Groschen, ihr sollt das zumindest für die nächste Rate reichen. Nee, 100 ist, glaube ich, schon das Beste. Mit 300 kannst du dem halt kurz helfen, aber das bringt auch nicht. Dann kann er die nächste Rate wieder nicht zahlen. Ihr gebt mir Geld? Einfach so? Warum tut ihr das? Fragt nicht, sondern nimmt es einfach und gibt Natalia den Wurz, den sie braucht. Ich... beim rechten Weg, das werde ich euch nicht vergessen. Danke von Herzen. Ja. Ich bin auch ein netter Mensch, ne? Ich brauche das Geld ja schließlich nicht. Ich muss nur helfen und hier ist es so fucking leise. Schlechter der Arkbuch. Oh, ein Lehrlingsbuch für Rhetorik. Alter, hier ist es so leise. So scheiß leise. Oh mein Gott. Ja. Und naja, ja, ich bin gerade kurz irgendwie geistlich weg gewesen. Aber wenigstens können wir der Frau jetzt helfen, ne? Sie ist wieder in Gesundung, glaube ich, einfach mal, sag ich jetzt mal, dadurch. Ja. Wir haben geholfen, vielleicht zahlt sich das ja am Ende sogar noch aus. Ich habe Kabat dazu gebracht, den Preis für den Wurz zu senken. Ihr solltet noch einmal mit ihm sprechen. Ihr habt es geschafft. Das ist gut. Wirklich. Hoffen wir, dass er nun nicht 99 statt 100 Groschen pro Bündel haben will. Hab Dank, Fremder. Ihr habt heute viele Menschenleben gerettet. Hoch, ihr seid auf Stufe 9 aufgestiegen. Habt 5 Lernpunkte, 3 Handwerkspunkte und einen Erinnerungspunkt erhalten. Ja, eigentlich immer noch Lebensenergie. Ja, geil. Wir haben jetzt diese Bücher, die Lernungsdinger da. Ich will direkt nämlich erstmal mit Rhetorik weitermachen. Das ist nämlich das, was mir wichtig ist, dass ich Rhetorik nämlich vielleicht auf eine hohe Stufe kriege. Ermöglicht es, andere durch Worte zu überzeugen, zusätzliche Informationen aus Gesprächen zu holen oder alternative Lösungswege in den Dialoge zu finden. Ne? Das ist, ich denke nämlich, das Beste, wenn man das macht. Das kenne ich ja, das ist halt wie Sprache. Das ist der Sprache-Skill eigentlich. So, wir waren wieder schon. Ich will mal den Rest im Ganzen mal erkennen. Und eben, ich habe halt die Erfahrung festgestellt, dass du mit Sprache halt wirklich in Rollenspielen immer das meiste machen kannst. Mehr als mit Kampf. Du kannst geben, auf die Rübe hauen, klar. Aber was bringt das am Ende? Nichts. Wir haben es 25 Grad jetzt im Zimmer. Alter. So. Und jetzt weiß ich übrigens mittlerweile so gar nicht mehr, wo ich hier bin. Das ist auch gut. Geht weiter. Ja, sorry. Ich muss mir Essen klauen, ganz wichtig. Ich habe nämlich nichts mehr. Das ist die Hauptkaverne. Was? Medocs Zucht. Ach, das ist dieser Fischtyp gewesen, ne? Okay, hallo. Thealor Arantheal ist zurückgekehrt. Hofft wir, dass er wie die Truchessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Ja. Mehlsack, Mehl. Die Kiste mit Zirkel. Oh, Ende einer Groschen. Boah, warum nicht nehmen, ne? Okay, das ist der falsche Ort gewesen. Gehen wir in die Hauptkaverne. Stand halt echt Kaverne, ne? Ist nicht Kaserne. Eine Kaverne? Was ist denn eine Kaverne? War ich hier schon mal? Was
bei dir. Mich begaffen. Zum falschen Hund. Verschwindet. Verschwindet einfach. Jetzt bin ich hier gerade sehr verwirrt. Einen Obolus, der Herr Nein. wird sich vergüten. Oh, Geld. Eine Wohnbaracke. So, warte mal, wie Wegweiser interagieren. Wo möchte ich hin? Ark Haupttor. Ark Fremdenviertel. Ark Marktplatz. Ark Handelsviertel. Ark noch mehr. Ark Sonnentempel. Ark Unterstadt. Ark. Haupttor. Warte, war ich schon? War ich schon Südviertel? War ich schon Adelsviertel? Will ich noch hin? Hafen war ich noch nicht. Eingang der Unterstadt war ich. Friedhof. Dann gehen wir halt zum Friedhof. Das ist jetzt das nächste. Gehen wir auch aus dieser Unterstadt raus. Da war eh, also die Unterstadt war schön und gut, ne, alles schön zu beobachten, aber ja, wir waren da jetzt 50 Minuten, die Hälfte von 100. Da war jetzt, also schön ist die, aber mehr als beobachten kann man da nicht. Das Problem ist, die haben sich da, also das finde ich ein bisschen schade, wirklich. Bei Skyrim, jeder, der einen Namen hat, hat einen Dialog, aber hier... Also auch so von auf Anhieb ein Dialog. Das ist ja leider nicht. Das finde ich immer ein bisschen schade. Das ist so verschwendetes Potenzial. Die Kaserne. Lo. Da geht's in die Kaserne rein. Ich finde, vielleicht will ich ja Gardist. Keine Ahnung, was möglich ist. Hehlerware. Könnte ich jetzt alles klauen, aber ich habe halt immer keine Lust, will ja keiner hören. Zum Einkaufen halt in die Stadt da zu gehen. Das ist halt das Problem. Und es wird sich das natürlich auch ein bisschen mehr lohnen. Aber ich bin trotzdem auf der Suche nach Essen. Weil das bin ich immer. Das beschreibt mein echtes Leben halt. Ach, hier geht's auch. So ist das eben. Vielleicht gibt's ja irgendwo. Was war das? Ach, ein Bauplan für eine meisterhafte Oberarsche. So ist das eben. Da ist nichts zu essen. Hier sieht es nach dem besten Meer aus. Hier kommen halt gebackene Kartoffeln zum Beispiel. Fängt es auch schon gut an. Aber jetzt wird es ein bisschen was. Na, ganz ehrlich, das ist ja im Endeffekt doch nicht. Also, für andere ist das schon schlimm. Aber mir bietet das im Spiel keinen direkten Nachteil, weil. Verbrauchsgegenstände, ne? Da werde ich jetzt keinen Nachteil haben, wenn ich die klaue. Weil die verkaufe ich ja nicht. Da verbrauche ich. Wie so ein Verbrauchsgegenstand halt üblich ist, ne? Okay, hier war ich schon mal. Dies ist heiliger Boden, Fremdländer. Ihr gehört nicht hierher. Gibt es etwas? Nein. Hier war ich doch schon mal auf dem Weg, als ich dieser Kack-Quest war. Adelsviertel. Nee, da will ich nicht hin. Frage ich mich, kann ich einfach nach oben? Kann ich durch diese Säcke weisen? Oder. Also natürlich ist da nie was Wertvolles, klar, aber. Man kann ja mal hoffen, sowas wie eine Schriftrolle oder so, ne? Die entdeckt man dann halt nicht immer. Hallo? Wie sehe ich eigentlich? Oh, ah, guck mal, ich sehe passend aus für das Gelände hier nicht. Das ist ein schöner Ausblick, ne? Da hinten ist der Hoover Damm, so wie das aussieht. Hallo. Jetzt frage ich mich, ob ich hier auch so reinkomme. Hallo.
So. Okay. Gut. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine Gesandte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut, also muss man ihn lassen. Okay. Okay, das wusste ich nicht. Auch ein Armeertrunk, das den ich stehlen kann. Das ist groß hier. Oh mein Gott. Das wollte ich nicht. Ich dachte, es ist nicht so schlimm, wenn ich sogar Unkraut kralle. Zwicke hier. Eieiei. Okay, das ist ja... Okay, gut, das ist ja alles voll hier mit, Witzen, die ich nicht klauen darf. Gut. Okay. Wenn ich jetzt hier nach oben will, ne? Hält mich halt keiner auf. Aber ich komme auch nicht in den Tempel rein. Ah, okay. Gibt es etwas? Nö. So. Ist eigentlich ein bisschen ungünstig, ne? Dass ich schon hier quasi bin. In Wirklichkeit würden die mich halt danach erkennen. Vermutlich. Aber das macht ja nichts. Ich finde, diese Konstruktion wirkt so unsicher, ne? Und beim Tausend mache ich gleich einen Cut übrigens. Denn. Ja. Ich würde sagen. Bis dahin. Und tschüss.